Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Folge Die Young. Ja, wir machen jetzt hier weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Zum Schluss der letzten Folge haben wir hier die Knieschützer gefunden. Und wir waren ja auch in der letzten Folge dort hinten in diesem einen Gebäude und haben ja dort herausgefunden, einer unserer Freunde lebt auf jeden Fall noch. Und zwar der Dave. Ja, denn der wurde versorgt von jemandem. Von dieser Gemeinschaft hier. Und jetzt gehen wir mal hier weiter. Mal sehen, wo uns dieser Pfad jetzt so hinführt. Auf jeden Fall ist hier dieser ganz, ganz hohe Berg, nenne ich es mal, wo auch dieser Turm oben drauf ist. Die Steinsäulen. Okay. Was haben wir denn hier? Gucken mal kurz hier lang. Mal sehen, wo das hinführt. Oh, da hinten. Das ist auf jeden Fall ein böses Schweinchen. Ein böses Wildschweinchen. Wir schalten es mal ganz fix aus. Aua! Das tat weh. Komm, nimm das. Ja, nimm das. Komm! So, okay. Gut, ganz kurz hier ein Messer ausrüsten. Zack. Und jetzt gucken wir mal hier weiter. Was sehe ich denn da? Der Baum. Den kann man umschmeißen anscheinend. Da ist nämlich auch ein Riss dran und so. Ja. Gut, wir gehen mal hier rein. Mal sehen, wo es hier hinführt. Dieser ganze Weg hier. Na, was haben wir denn hier? Wo sind wir hier gelandet? Wow, das ist eine Schlange. Die erstmal wegmachen. Boah, Hilfe. Das war schon wieder knapp. Der hätte uns jetzt fast erwischt. Passt. Gut, erstmal kurz was Kleines trinken. Nom 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 nom. So. Hey, was haben wir denn hier? Hier sind Markierungen, die da hinten lang führen. Wir folgen denen, denke ich, gleich mal. Denen folgen wir, denke ich, gleich. Aber erstmal gucken wir hier weiter. Was haben wir denn hier noch? Hier ist ein kleines Zeltlager. Nahrungsvorräte. Gut, einmal abspeichern auch hier. Und ein Dokument. Gut, das Dokument schauen wir uns mal an. Wir sind endlich auf der Insel angekommen und ich bin erstaunt. Die Gerüchte haben schon gestimmt. Es gibt diesen riesigen Haufen Steine, der einen verfallenen Turm hält. Das ist wirklich der Himmel für Kletterer. Als wir einen Ort zum Campen gesucht haben, haben wir zufällig einen Bauer getroffen. Aber sie haben uns komplett ignoriert. Sie haben uns mit glasigen Augen angeschaut und sie sind weiter auf ihrem Weg gegangen, ohne irgendwas zu sagen. Ich mag diese Leute nicht. Wir haben beschlossen, eher zurückhaltend zu sein. Nicht herumzuwandern, auf jeden Fall. Sean und ich bereiten gerade das Camp in einem versteckten Ort vor, während Allison und Liz einen guten Startpunkt fürs Klettern suchen. Sie meinen, dass sie schon einen östlich vom Camp gefunden haben. Ich glaube, wir werden von dort anfangen, bald mehr. Ja, ob ihr wohl noch lebt. Also das Lager hier von denen sieht noch gut aus. Also das ist jetzt nicht so unbedingt so verwüstet und zerstört, wie das eine andere Lager, was wir mal gefunden hatten, von diesen anderen Leuten, die hier gecampt haben bei dem Gebirgspass. Dementsprechend, ich könnte mir vorstellen, dass die noch leben. Halt, dann haben die vielleicht hier die Markierung gelegt. Ja, dort hinten sind die reingekommen. Ja. Sind dann hier entlang gegangen und haben die Markierung falsch gemacht, diese zwei Freundinnen. Und die zwei Männer haben ja hier das Lager aufgebaut. Dann haben die beiden vielleicht hier diesen Weg genommen und haben hier Markierungen gemacht, denke ich. Hier geht's nach oben, Moment. Was? Allison, ich weiß nicht, wo du steckst, aber wenn du das liest, finde einen sicheren Ort und versteck dich. Unsere kleine Reise ist im Eimer. Wandere nicht herum, sprich mit niemandem. Diese Menschen sind betrügerisch und gefährlich. Sie entführen Leute. Ich weiß nicht wieso. Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Sean, Liz, ich hoffe, ihr seid okay. Der Mensch, der mich aus dem Brunnen, in den sie mich geschmissen hatten, befreit hat, hat mir eine Karte gegeben. Sie führt zu dem Turm auf der Spitze. Ich habe die Ausrüstung. Ich werde von hier hochklettern. Mir geht es nicht gut, aber ich fühle mich bestimmt da oben sicherer als hier unten. Harry. Okay, der ist von hier aus hier hochgestiegen. Ja, die können ja nicht hoch.
Aber wir haben ja noch eine andere Notiz gefunden. Hier, die hier. Da steht ja was. Sean und ich bereiten gerade das Camp in einem versteckten Ort vor, während Allison und Liz einen guten Startpunkt fürs Klettern suchen. Östlich haben sie schon was gefunden. Okay, wir haben ja auch hier einen Kompass. Okay, dann denke ich, suchen wir jetzt mehr oder weniger den Osten, würde ich meinen. Das denke ich, ist ein ganz guter Plan. Weil unser Ziel ist ja auch, wenn man in dem einen Dokument nachschaut, dann auf diesen Turm hochzukommen. Ist ja auch ein Ziel von uns. Hey, was haben wir denn dort? Mal gucken. Hier befindet sich eine Steckdose, in die ein Stecker gesteckt werden kann. Ja, und diesen haben wir natürlich nicht. Ah, na super. Okay, da hoch müssten wir. Ja, dann wünsche ich uns aber eine gute Reise. Denn wir werden 100% hochklettern müssen. Das ist ganz schön hoch hier, wenn man sich das schon reinzieht so. Moment, hier nochmal was einsammeln. Boah, das Geräusch schon wieder. Das tut mir selbst weh ein wenig. So, hier erstmal was einsammeln. Gut. Östlich müssen wir Kompass nochmal rausholen. Wie ich auf dem Kompass richtig sehen könnte. Das kann man nur nicht unbedingt so praktisch alles hier drauf sehen, die Buchstaben. Also W sehe ich auf jeden Fall Buchstaben. Wo ist denn dort ein O? Ganz schlecht erkenne ich das da drauf. Ich brauche eine Lupe. Das sieht halt so ein bisschen pixelig aus von der Textur her, wie ich finde hier. Mit den Dingern, die da so draufstehen. Und da vorne ist auf jeden Fall so ein komischer, verrückter Typ. Oder komische Frau? Okay, komische Frau, ja. So. Gut, hier mal kurz was essen. So, jetzt geht unsere Gesundheit wieder ein bisschen höher. Und da wir ja auch gerade diese eine Notiz gefunden haben von diesen Kletterern. Und da stand Tag 1, da muss es ja noch weitere Dokumente, denke ich, geben von denen. Denke ich zumindest. Ja, und da wurde auf jeden Fall von den Leuten auch jemand in so einen Brunnen geschmissen, genauso wie wir. Die wollen auf jeden Fall, dass wir hier diese Prüfung schaffen. Wir sollen uns denen anschließen. Ja, aber um ehrlich zu sein, will ich das eigentlich gar nicht. Eigentlich ganz und gar nicht will ich das. Ich will eigentlich nur von hier weg. Und ich sehe dort oben schon einen Weg. Ja, dort oben muss man lang klettern. So viel steht fest. So, wir nehmen hier alles mit. Dankeschön für deine Sachen. So, feine Sache. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Oh, hallo, mein kleines Wildschwein. Komm her. Zack, zack, zack. Gut. So. Alle Vorräte haben wir. Hier erstmal wieder ein paar Beeren essen, zum Gesundheit hochkriegen. Was haben wir denn hier für einen Weg? Hey, da hinten. Da geht's lang. Ja, den Weg schauen wir uns mal an. Oh, hier hat jemand auch geblutet. Hier war jemand verletzt. Ob das wohl einer der Kletterer war? Also die Geschichte von denen täte mich jetzt schon mal weiter interessieren. Muss ich ganz klar sagen. Die Geschichte von denen interessiert mich gerade. Wir gehen mal weiter. Hier geht die Spur noch weiter entlang. Da drüben geht es wohl rein. Na super. Ja, wir haben aber keinen Schlüssel. Wo man den Schlüssel wohl wieder kriegt hier? Das ist so ein anderes Ding, glaube ich.
Ich hätte aber jetzt schon eigentlich das interessieren da, was da drinne wäre. Da bin ich ganz ehrlich, das würde mich schon interessieren. Aber nun gut. Wir gehen dann jetzt erstmal hier weiter entlang, denke ich. Und schauen hier weiter. Das sollte auf jeden Fall der Osten eigentlich sein, wo wir jetzt gerade hingehen, was wir eben ja auch gelesen haben. Und wenn man jetzt mal hier so reinzieht, sieht das. Ey, was ist denn dort unten? Dort unten ist noch ein Ort. Dort hinten ist auch noch ein Turm. Dort hinten ist noch eine Ruine dort oben. Das sind anscheinend alles noch Orte, wo man hinkommt im Spiel. Ja, also da haben wir dann auf jeden Fall noch einiges so zum Anschauen und Erkunden, sage ich mal. So, was haben wir denn hier? Hier müssen wir klettern, wie es aussieht. Ja. Oder? Nein, hier unten geht es auch noch wo entlang. Dann gehen wir erstmal hier lang. Mal sehen. Vielleicht führt uns das auch nach oben irgendwo. Weil hier gibt es anscheinend mehrere Wege nach oben. Dort drüben geht es nämlich auch noch wo entlang. Wow, Hilfe, da ist einer. Hey, was hat er in der Hand? Der hat einen Pfeilköcher hinten am Rücken. Okay. Der hat eine Armbrust. Die holen wir uns. Los. Komm her. Gib mir die Armbrust. Boah, aua. Schnell. Schnell. Nein. Nein, 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 aua, 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 aua. Heilen, 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 heilen. Zurück. Brecheisen in die Hand. Und jetzt los. Jawohl. Wir haben ihn. Köchererweiterung. Jawohl. Jawohl, wir haben eine Armbrust. Feine Sache. Feine Sache. Also die Armbrust wird, denke ich, sehr, sehr nützlich für uns. Die wird, denke ich, sehr nützlich. Da bin ich mir sicher. So, wir hauen uns mal ein bisschen was an Heilung rein. Ja, wir müssen auf jeden Fall aber den Köcher auch noch erweitern. Denn jetzt gerade können wir noch nicht sonderlich viel mit dem mitnehmen. 5 Heile nur. Es ist nicht das meiste oder nicht allzu viel, sagen wir mal so. Aber nun gut. Ich bin froh über alles, was ich jetzt davon habe. So, wir stellen auf jeden Fall mal noch ein bisschen mehr Heilung her. Gut, jetzt sortiere ich auch mal noch meine inventarmäßigen Sachen dort mehr. So. Gut, so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall schon auch darauf, die Armbrust dann gleich mal auszutesten. Vielleicht ist ja hier noch ein Gegner irgendwo. Andererseits, ja, das ist mir jetzt gerade schon aufgefallen, ist der Armbrusttyp, der war nicht ohne. Ich würde meinen, der war auf jeden Fall ein bisschen stärker als so manch anderer Gegner. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch eine Pistole. Wer weiß. Stand jetzt wissen wir das ja nicht. Hier unten geht auf jeden Fall wieder ein Weg runter. Wo kommen wir denn da raus? Waren wir dort schon? Nein, dort unten ist irgendein Lager. Da wollen wir aber jetzt noch nicht hin. Wir wollen jetzt eigentlich eher erstmal hier weiter nach oben, denke ich. Oder zumindest erstmal hier langlaufen, dem Weg. Und gucken, wo der hinführt. Na, mal sehen, wo wir da hier rauskommen. Hier geht's rein. Okay, was haben wir denn hier? Klippenruinen. Okay. Die guten alten Klippenruinen. Hier könnten wir uns umsehen. Aber Frage, wollen wir das schon? Das ist die Frage hier. Denn wir wollen ja eigentlich, wenn dann noch ein bisschen weiter hoch, denke ich. Hinten ist ein Zaun. Da geht's wohl nicht weiter, oder? Nein, da geht's nicht weiter. Gut. Ja, dann lassen wir uns jetzt zusehen, dass wir hier irgendwie ein bisschen höher kommen. Denke ich. Irgendwie ein bisschen zusehen, dass wir hier nach oben mehr kommen. Na, mal sehen. So. Hier hoch könnten wir. Ja, lass uns dort auch hoch machen jetzt.
Mal sehen, wo der Weg uns dann hinführt. Ja, nein! Was? Warum hält sie sich da nicht fest? Ich bin ja ganz genau eigentlich rangesprungen, oder nicht? Okay, dann halt. Nein! Ah, jetzt bin ich ein bisschen ausgerutscht. Okay, nochmal Anlauf nehmen. Und ran da. Gut. Nächster Sprung. Geschafft. Jetzt hier rüber. Und jetzt müssen wir hier weiter nach oben. Gut. So, ja, nicht runterfahren auf jeden Fall. Zum Glück haben wir eben an der einen Stelle nochmal abgespeichert. Falls wir nämlich jetzt hier einen Sprung nicht schaffen sollten und dann drauf gehen sollten, kommen wir wenigstens dann dort in der Nähe gleich wieder zurück. Immerhin das. So, schön aufpassen hier. Boah, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bis hier rüber. Dort rüber jetzt. Dann hier hoch. So. Hier ist wieder eine Markierung. Das waren bestimmt die Kletterer, denke ich. Die haben bestimmt hier die Markierung gelegt. Und sind hier lang. Glaube ich zumindest. Ich denke, wir folgen diesen blauen Pfeilen, oder? Oder wo geht's denn noch hier lang? Weil hier hinten ist auch nochmal ein Weg anscheinend. Hey, da oben. Da oben ist ein Geländer. Wow! Wow, 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 wow! Ist ja ein Typ mit Armbrust. Wow, Hilfe. Wow! Alter, wir haben den mit einem Schuss ausgeschaltet. Okay. Ich glaube, das war ein Kopftreffer, oder? Ich habe einfach nur noch gezielt. Boah, der Typ hat mich gerade absolut überrascht. Hier ist wieder eine Markierung. Diesmal eine gelbe. Und das führt wieder dort nach oben. Es gibt auf jeden Fall mehrere Wege. Was ist denn dort hinten? Das ist ein Turm. Zu dem würde ich ganz gerne mal hin. Wie komme ich denn dorthin? Muss ich hier runterspringen? Hilfe. Ah, hier hoch muss ich, okay. Boah, zum Glück bin ich da jetzt nicht runtergesprungen. Zum Glück bin ich da jetzt gerade nicht runtergesprungen. Puh. Knappe Sache. Ich habe gerade wirklich überlegt, ja, soll ich da runterspringen? Weil es sah halt so aus, ne? Ich kam halt wirklich jetzt gerade nicht nochmal darauf, nach oben zu gucken oder auf die andere Seite nach oben. Das trifft eher. Hier ist wieder eine Markierung. Die Markierungen führen aber alle hier wieder zurück. Vielleicht ist das ein Rückweg, den die hier markiert haben. Hier ist wieder ein Weg nach vorne. Gelb und blau haben wir hier immer. Was wollen die mir damit sagen mit diesen gelben und blauen Pfeilen? Soll blau heißen, das führt uns wohin und gelb ist Rückweg? Ich weiß es nicht. Ich bin noch nie klettern gewesen. Ich weiß nicht, ob die Farbe der Markierung was zu bedeuten hat oder ob es einfach so fürs Spiel so gewählt worden ist. Okay, wir sind so gut wie unten eigentlich, glaube ich. So, wir tun mal lieber hier kurz abspeichern. So, feine Sache. So, jetzt gucken wir mal hier lang. Und was ist denn hier gerade mit den Schatteneffekten los? Irgendwie ist das gerade so verdammt dunkel hier alles. Wenn man hier drauf mal so achtet. Ich glaube, das ist ein kleiner Fehler, oder? Vom Spiel so. Weil die Schatteneffekte sind gerade so verdammt dunkel hier. Oh, und der Typ hier muss erstmal weg. Gut, er ist weg. Sehr gut, wir haben ihn ausgeschaltet. Ja, aber hier stimmt gerade wirklich irgendwas nicht. Mit den Schatteneffekten. Ich würde meinen, das Spiel hat gerade einen kleinen Fehler hier. Weil so war es ja eben noch nicht. Dass es so extrem finster war. Was haben wir denn dort? Dort hängt jemand. Ob das wohl einer von den Kletterern ist? Ich denke ehrlich gesagt, ja. Wir hatten ja jetzt eben hier diesen einen Gegner. Ja. Naja, und den einen anderen auch noch vorher. Von daher, ich könnte mir schon ganz gut vorstellen, dass es einer von den Leuten ist, die hier klettern waren. Dass der hier lang gegangen ist oder lang geklettert ist. Ja, und dann wurde der abgefeuert mit der Armbrust. Aber warum hat der Böse ihn dann hier hingehangen? Und vor allem, wie hat er ihn hingeschafft hierher? Da muss der Böse ja mit ihm hier hochgeklettert sein. Wage ich eigentlich auch zu bezweifeln.
Weil bis jetzt haben wir die Bösen noch nie so richtig klettern oder sowas gesehen. Andererseits, diese Prüfung hier, ne, von der ja immer die Rede ist, die müssen ja die auch abgeschlossen haben, sonst wären die ja nicht in der Gruppe mit dabei. Müsste man zumindest meinen, ja. Manche Leute konnten bestimmt einfach so. Die Hauptgruppe, die auf die Insel zuerst gegangen ist, die müssten bestimmt nicht den Turm hochklettern. Also dieser Brüder Nummer 1 und so weiter und seine Leute. Der hat aber das dann bestimmt gemacht für alle anderen, die noch hier neu herkommen wollten. Dementsprechend glaube ich, einige seiner Truppen und so mussten halt auch hier lang klettern. Dementsprechend kann es schon gut sein, dass dementsprechend einer den hier hochgehangen hat. Oder vielleicht gleichzeitig auch als Warnung. Weil wenn man darauf mal achtet, dieser Turm ist direkt mitten am Meer. Wenn hier jemand vielleicht mit einem Boot langfährt, sieht er den dort hängen, so als Warnung. Wäre auch vorstellbar, wie ich finde. So, wir haben den auf jeden Fall jetzt dort losgeschnitten. Mal sehen. Jetzt müsste der eigentlich hier unten doch irgendwo liegen. Wo liegst du, mein Freundchen? Der hängt dort vorne. Da muss er ja irgendwo hier unten jetzt liegen. Da haben wir ihn. Was hat er hier? Rohstoffkapazität, Werkzeuggürtel. Dieses T-Shirt. Das ist ein Fußball-T-Shirt auf jeden Fall, würde ich meinen. Ich stelle mir gerade die Frage, wir haben doch was auch gelesen mal mit einem, mit einer Person mit einem Fußball-T-Shirt und so. Ah nein, mit deinem Lieblingsband hatten wir da mal was. Nicht mit einem Fußball-T-Shirt, ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Gut, alles klar. Dann haben wir jetzt hier nochmal eine schöne Verbesserung bekommen, ja. Und ich denke dann, als nächstes müssen wir dann auf jeden Fall hier weiter nach oben klettern. Das wird dann, denke ich, jetzt so unser nächstes Ziel hier werden. Und Mann, oh Mann, ich muss auf jeden Fall mal schauen, dass ich die Texturen wieder krieg wie vorher. Weil gerade so mit diesen dunklen Schatteneffekten, man sieht an manchen Stellen ja wirklich gar nichts, wenn man jetzt hier vorne mal schaut. Ich muss da mal schauen, wie ich das löse. Deswegen machen wir hier an dieser Stelle dann jetzt auch erstmal Schluss mit der Folge, würde ich sagen. Wenn euch die Folge ein wenig gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi!